Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. So, die Kirche läutet Runde 2 ein. Wir sitzen immer noch in der Natur, Clemens und ich. Wir haben jetzt kurz eine Pause gemacht. Für euch sind es 2 Wochen gewesen. Ich hoffe, ihr habt den ersten Teil genossen des Interviews. Wir sind schon sehr tief ins Detail eingestiegen zum Thema Biodynamie, zum Thema Klimawandel und Monokulturen. Und wir werden da jetzt noch ein bisschen vertieft drauf eingehen und die verschiedenen Weine verkosten, die der Clemens alle vorbereitet hat. Und ja, ich sage nochmal ganz herzlich willkommen, Clemens, hallo, herzlich willkommen in der Show. Danke dir, Daniel, hallo. Freut mich, wieder da zu sein. Oder immer noch. Sehr gerne. Wir waren eigentlich stehen geblieben bei einem Thema, das jetzt dann in Richtung Tiere geht. Also welche Bedeutung spielen die Tiere für euch auf dem Weingut? Welche Tiere habt ihr und welchen Nutzen haben diese für euch? Also kurz nochmal, die Glocken gehen jetzt lang, gell? Könnte sein, dass das jetzt noch... Das ist da, also 15 Minuten durchgeht. Ist okay, das ist der Auftakt für die neue Folge. Also Tiere bei uns im Weingut spielen jetzt vielleicht noch eine kleinere Rolle. Irgendwann hoffentlich noch eine viel, viel größere. Ah, ist doch jetzt schon fertig. wir haben jetzt so um die 20 Kühe und Ochsen. Haben jedes Jahr eigentlich so um die 20, 30, 40 Schafe bei uns im Weingut durch die Weinberge laufen. Und dann, ja klar, Hennen haben wir und Pfauen und Gänse und so weiter, Laufenten. Aber jetzt mal die wichtigste Rolle spielen wahrscheinlich schon die Schafe, aber eigentlich fast schon die Kühe. Wie in der letzten Folge schon angeschnitten, wir haben ja diese Zusammenarbeit mit dem Käser begonnen, der uns jedes Jahr einige der Jungtiere, einige trächtige Kühe bringt und eben auch unter anderem Ochsen. Und vor allem dieses Ochsenprojekt ist relativ neu, weil er mich irgendwann dann im Laufe der Zusammenarbeit angerufen hat, Alexander, und gesagt hat, jetzt habe ich schon wieder dieses Erlebnis gehabt. Jetzt kam der Transporteur und ich hatte eben einen Stier, er hat einen Stier bekommen, also eine seiner Kühe hat einen Stier bekommen. Und ein Käser braucht eigentlich normalerweise keine Stiere oder keine Ochsen nicht. Leider ist es mittlerweile so, dass in einer Region wie auch Südtirol die Milchkuh sehr viel wert ist, die eben durch die Milch, der Ochse aber relativ wenig. Es ist meistens zu teuer, auch wirtschaftlich jetzt gesehen, wieder die, was die Ökonomisierung der Landwirtschaft anbelangt, zu teuer Ochsen zu halten. Es gibt da schon ein paar Initiativen, aber relativ klein. Und meistens werden die Stiere in jungem Alter in andere Länder gebracht, transportiert, wo sie dann eben in diesen Massenzyklus reingeraten, also für die, Massenfleischproduktion einfach verwendet werden und dann halt irgendwann am Teller zurückgekommen, nicht? Und das Problem war, er hatte eben diesen Transporteur bei sich am Hof und dann hat er ihn so gefragt, beiläufig, wo bringst du denn jetzt hin, den Stier, nicht? Ja, jetzt irgendwie geht jetzt nach Polen oder so. Und dann hat Alexander gesagt, eigentlich haben wir gar keine Möglichkeit, du lass den jetzt da, den Stier, und ich suche mal irgendwie einen anderen Platz für den. Und er hat dann rumgedüftelt und wusste jetzt nicht ganz genau, was mit dem Stier dann, was er dann damit tun soll. Und dann kamen wir eben ins Gespräch und die Idee war dann sozusagen aus dieser Zusammenarbeit mit, wo wir eben die Kühe ab September nach der Lese und die trächtigen Kühe und die Jungtiere bei uns in die Weinberge bringen, hat sich dann eben diese Zusammenarbeit vertieft und noch weiterentwickelt. Und mittlerweile sind es auch so um die 15, 16 Ochsen, die wir haben, die jedes Jahr eben zu uns kommen. Das sind seine Ochsen zum Teil oder auch von anderen Bauern, die wir dazugekauft haben, die normalerweise eben in diesen Massenzyklus kommen würden. Und wir wollen diese Ochsen eigentlich leben lassen, zumindest mal 3 Jahre lang leben lassen. Und die sind dann im Sommer auf der Alm und genießen die Sommerfrische
Und im Winter sind sie dann bei uns in den Weinbergen. Und die leben dann 3 Jahre lang, die Ochsen, eben 365 Tage im Freien. Und nach 3 Jahren hat auch das leider ein Ende. Und so, ich bin zwar Vegetarier, aber ich bin schon der Meinung, dass man auch Fleisch essen kann, aber es geht um die Art und Weise, wie. Und diese Kooperation, dieses Ochsenprojekt ist für uns einfach eine Möglichkeit, eben auch wieder ein Tier artgerecht zu halten und eben auch einen gewissen Wert wiederzugeben, auch dem Ochsen. Und nach 3 Jahren aber schlachten wir ihn und wollen aber dann den Gastronomen oder Hoteliers hier in der Gegend in Südtirol Fleisch anbieten von lokalen Ochsen. Das ist eine alte Rasse, die eigentlich auch fast schon vom Aussterben bedroht ist, also das Original Schweizer Braunvieh. Aber wollen sozusagen dieses Fleisch an Gastronomen und Hoteliers anbieten hier in der Gegend und eben lokales Fleisch, biologisches Fleisch oder biologisch-dynamisches Fleisch und von Ochsen, die 365 Tage im Freien leben. Das ist natürlich für Argentinien nichts Neues, die Freilandhaltung sozusagen bei Ochsen, aber für eine Alpenregion wie Südtirol sehr wohl nicht. Mhm. Und durch diese Tradition oder durch diese Zusammenarbeit der Transhumanz eigentlich, diese Wanderviehwirtschaft, ist es uns einfach möglich, die Ochsen auch in den kälteren Zeiten, also in Perioden im Winter, hier ins Unterland zu bringen, einfach 250 Höhenmeter, wo sie selbst im Dezember, Jänner, vielleicht müssen wir sie ein bisschen zufüttern, aber eigentlich finden sie fast das ganze Jahr grünes Gras eigentlich nicht. Und das ist so ein bisschen der nächste Schritt, wo wir diese Zusammenarbeit hinbringen wollen oder eben einfach einen, ich will nicht sagen ethischeren, aber schon einen Fleischkonsum, den ich jetzt auch vertreten kann. Mhm. Und welche Rolle spielen die Schafe für euch? Schafe ähnlich auch so wie die Kühe, oder die Ochsen, man muss ja sich schon fragen, was hat ein Winzer überhaupt mit dem Tier zu tun? Aber wie schon letzte Folge gesprochen, ein Tier schafft nun mal Mist. Und der Mist ist halt extrem wichtig als Dünger und für die Fruchtbarkeit. Und auch für die Beweidung, also natürlich das ganze Gras, das gefressen wird. Aber es geht schon auch um das Element Tier. Und auch wenn man, glaube ich, als Mensch da rausgeht im Winter und sich einen Weinberg anschaut, nicht, dann muss man sich mal vor Augen halten, ist ein Weinberg eigentlich fast schon leblos, ausgestorben. Nicht? Es hängt kein Blatt, es ist alles braun. Wenn Schnee ist, ist es natürlich etwas schöner. Aber sonst ist es eigentlich relativ matschig. Also es hat doch jetzt nicht unbedingt immer nur, ist nicht unbedingt die Ästhetik fürs Auge, sagen wir so. Aber wenn du dann da durchgehst und plötzlich läuten da die Glocken und du hörst da wirklich so, da ist ganz ein anderes Leben wieder da. Und das spürst du schon auch als Mensch. Und ich glaube, ich bin überzeugt, dass da irgendwie, das hat einen riesen Einfluss, das Element Tier, auch auf die Pflanze, bin ich überzeugt. Und sowohl auch von dieser Sicht, also das Fleisch ist ja nur eine Konsequenz aus dieser Zusammenarbeit, ist ja nicht der Ursprung, also der Grund und die Grundidee dieser Zusammenarbeit. Und deswegen, ich würde mal sagen, auch die gleiche Idee trifft eigentlich die Schafe. Es geht eigentlich wieder mal um das Element Tier reinzubekommen, nicht? Und dann natürlich hat das Tier sehr, sehr viele positive Effekte auf den Weinbau und auf den Humus und auf den Boden und auf das Grasfressen, auf die Beweidung. Klar, ich meine, Biodiversität, mit dem Mist kommt ein Wurm, mit dem Wurm kommt wieder ein Vogel, da lebt das ganze Ding wieder nicht. Ist ja auch so, dass die Pflanzen untereinander kommunizieren, sicher, ja. Ein Netzwerk untereinander haben. Genau. Ja. Und so spielen da auch die Tiere mit rein, die auf ihre Art und Weise auch mit den Pflanzen wiederum kommunizieren. Voll, ja. Und dadurch wird das ein holistischer Kreislauf, oder? Ja, bin überzeugt. Ja. Auf jeden Fall. Also da gibt es sicherlich auch gewisse Sachen, die kriegt man vielleicht oder nimmt man als Mensch nicht so wahr, aber alles, was am Boden ist, kriegt der Mensch sowieso nicht mit, nicht? Und ich bin überzeugt, dass da einiges an Leben vor sich geht. Absolut. Ja, muss man sich bloß mal bewusst machen und genau hinschauen, oder? Mhm. Bin überzeugt, ja. Mhm. Ich meine, man spürt ja auch hier, wenn man hier in dieser grünen Dschungelhölle sitzt, einfach die Energie und das Leben, das macht ja was mit einem. Ja. Das hat eine spezielle Schwingung, sage ich mal. Und so ist es im Weingarten auch. Absolut, ja. Ja. Gut, du hast jetzt schon eingeschenkt. Ja. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal was. Es wird langsam Zeit für den ersten Wein des Tages. Ja. Wir gehen jetzt ein bisschen in die Thematik. Ist eigentlich eine Spielerei, aber eine wichtige Spielerei. Eigentlich sehr konkret, Alltag eigentlich auch. Wir haben ja das letzte Mal auch über Klimawandel gesprochen. Und jetzt sprechen wir ein bisschen praktisch oder reden wir ein bisschen
praktisch darüber, probieren auch praktisch, was das bedeutet. Wir haben nämlich, wir haben es mit dem Grauburgunder zu tun. Also wir probieren jetzt drei Komponenten vom Bora. Bora ist unser hochwertigster Pinot Grigio Grauburgunder. Und wie schon davor gesagt, Wein ist ja immer eine Summe an Komponenten. Wir gehen jetzt nicht da raus in Weinberg und sagen so, Tag X, wir lesen jetzt die ganzen Reben, und die ganzen Trauben und bringen alles in einem Mal rein und da geht das alles dann durch. Sondern es geht schon darum, eben wie auch das letzte Mal angesprochen, um Lesezeitpunkt, um Höhenlagen, um Boden, um Böden und so weiter und so fort. Also es ist eine Riesensumme an Komponenten, nicht? Und diese Komponenten ziehen sich auch im Keller durch, nicht? Und das Problem ist jetzt, was wir in Südtirol haben, wir sind eine Alpenregion, aber es wird einfach wahnsinnig warm da. Wir haben ja 300 Sonnentage, aber Bozen zum Beispiel als Stadt an sich ist ja eine der wärmsten Städte Italiens. Wärmer als Palermo, oder? Ja, zum Teil auch. Das fangen die immer in Bozen. Ja. Krass, nicht? Also wir sind im Norden, oder, aber wahnsinnig mediterran. Und natürlich als Weingut versuchen wir schon, immer die Frische, die Präzision, diese Vertikalität in Forderung zu stellen, nicht? Jetzt ist natürlich die Frage, Ruhländer oder halt Grauburgunder, Ruhländer ist der Begriff für Grauburgunder hier in Südtirol, oder vielleicht auch noch irgendwo anders, aber auf jeden Fall sagen wir dazu Ruhländer. Und Ruhländer ist eine Rebsorte, die oftmals ins Breite geht, also wird so ein bisschen fett, wird alkoholisch, wird breit einfach, nicht? Und die Frage ist jetzt schon, was passiert mit dem Ruhländer? Wenn wir genau diese Frische in 5, 10 Jahren, 15 Jahren halten wollen, was müssen wir da tun? Und Ruhländer, Grauburgunder ist nun mal heutzutage hauptsächlich auf so 350 Höhenmeter angepflanzt. Es gibt mittlerweile auch im Eisacktal Ruhländer, etwas höhere Lagen. Aber ich würde mal sagen, schon sehr viel von Grauburgunder ist hier unten angebaut. Und hier wird es einfach schwierig oder problematisch mit dem tiefen pH-Wert oder mit einer Säure. Die sind einfach mittlerweile sehr schwierig zu halten. Und wenn wir eben diese Frische halten wollen, brauchen wir die. Und deswegen, was wir hier machen, wir können natürlich auch hoch hinaufgehen. Das ist möglich, aber da haben wir die Problematik, haben wir letztens schon angesprochen, nicht die Problematik mit dem höher raufgehen auf der Suche nach höheren Weinbergen oder Lagen, ist einfach, dass du eine Monokultur, wie kann man das sagen, die Monokultur auch auf eine Lage bringst, wo Weinbau eigentlich vielleicht auch nicht hingehört. Oder vielleicht auch nicht hingehören muss. Es ist immer ein Eingriff des Menschen, nicht? Eine andere Möglichkeit, mit dem Klimawandel zu spielen, ist vielleicht mit neuen Rebsorten zu spielen, nicht? Wie gesagt, vielleicht haben wir in Zukunft statt Grauburgunder oder Chardonnay hier auf 250 Höhenmeter, vielleicht haben wir Tannat oder Assyrtiko oder nur mehr Chenin Blanc da stehen, nicht? Kann ja auch sein. Aber wenn wir mit Grauburgunder weitermachen wollen, dann müssen wir uns einfach die Frage stellen, was müssen wir im Keller vielleicht tun, um diese Vertikalität und diese Spannung beizubehalten, nicht? Und deswegen, was wir jetzt hier vor uns haben, das erste Glas ist Grauburgunder Bora Pinot Grigio, klassisch ausgebaut. Das heißt, die Trauben wurden gelesen, so Mitte August, also ich glaube 2018er Jahrgang, waren das erste Glas, wurden die Trauben vom ersten Glas in etwa um den 20. gelesen, sagen wir so. Genau, klassisch ausgebaut heißt, die Trauben kommen rein, in den Keller, werden gepresst, dann werden sie abgezogen, in ein großes Holzfass gegeben oder auch zum Teil Stahl, beides. Aber hier sprechen wir jetzt vom großen Holzfass. Und dann geht die Gärung los. Spontangärung, also keine Hefen werden zugesetzt. Das ist ein biodynamischer Wein. Und dann geht's los und dann bleibt der auf der Hefe oder für über mehrere Monate, nicht? Der zweite Wein ist eigentlich nicht der gleiche Weinberg, aber sehr ähnliche, also immer die gleiche Zone, also immer, wir sprechen immer von hier, Margreit, 250 Höhenmeter, Kalkboden. Und hier aber bleibt der Wein, also werden die Trauben gelesen, in die Presse gegeben, aber wir schalten die Presse erst am nächsten Morgen an. Das heißt, der Wein, der Most bleibt 12 Stunden in Kontakt mit der Schale, was ja normalerweise bei Weißwein sofort getrennt wird durch das Pressen, bleibt hier 12 Stunden in Kontakt mit der Schale. Dann wird er abgezogen, großes Holzfass, und bleibt dann dort mehrere Monate. Auch wiederum spontan gegangen. Der dritte Wein kommt rein, Trauben kommen rein, und hier wird per Hand ein großes Holzfass mit zum Teil ganzen Trauben gefüllt. Das heißt, bis zu einem Drittel füllen wir ganze Trauben, Stängel und Schale,
und geben dann Most dazu. Mhm. Und das heißt, der Most, diese Komponente, die dritte Komponente, bleibt bis zwischen 6 und 8 Monate, je nach Jahrgang, in Kontakt mit der ganzen Traube, Stängel und Schale. Und diese drei Komponenten, das sind jetzt die drei wichtigsten Komponenten vielleicht, aber nicht die einzigen. Also Borer an und für sich besteht dann aus 20 Komponenten, aber ich würde mal sagen, das sind die drei wichtigsten. Mhm. Und jetzt meine Frage an dich, was schmeckst du für Unterschiede? Es geht jetzt nicht um das, nicht zu stark um das Sensorische, ob jetzt eins mehr nach Holunderblüten oder eins mehr nach, Veilchen schmeckt oder riecht, sondern es geht mir um deine Wahrnehmung. Mhm. Wie nimmst du die Unterschiede wahr? Vor allem was Frische, Präzision, Länge, Komplexität anbelangt. Mhm. Okay, dann würde ich mal sagen, jetzt starten wir mal damit. Starten wir mal. Auf jeden Fall. Das ist sehr interessant für mich. Danke für die Gelegenheit. Bitte. Freue dich nicht zu früh. Also der erste Wein. Vielleicht kurz trotzdem mal zur Primärfrucht. Wir haben einen schönen Apfel auf jeden Fall. Gelben Apfel hätte ich gesagt. Und am Gaumen eine wirklich, ich würde schon fast sagen, rassige Säure. Also sobald man den Wein runtergeschluckt bzw. in meinem Fall ausgespuckt hat, wird sofort der Speichelfluss ausgelöst und das spricht dafür eine sehr hohe Säure. Also würde ich sagen, dass der Wein auf jeden Fall einen sehr hohen Säurewert hat. Mhm. Wenn man den wieder ausgespuckt hat, vibriert die Zunge noch so ein bisschen. Mhm. Ja, beim zweiten Wein, finde ich, jetzt schmeckt man schon, dass der diesen Schalenkontakt auch hatte. Er ist cremiger auf jeden Fall als der erste, er hat einen Schmelz. Er ist von der Säure her schon auch immer noch, ich würde sagen, eine mittlere Säure. Die ist schon noch da, aber wesentlich milder als der Wein zuvor. Die Apfelaromatik, die man beim ersten hatte, die tritt ein bisschen in den Hintergrund auf jeden Fall. Beim dritten Wein habe ich jetzt ein Aroma in der Nase. Das ist auf jeden Fall eine Frucht. Ich würde sagen, das geht in so einen sehr reifen Apfel vielleicht rein. Vielleicht auch in eine gewisse exotische Note. Vom Mundgefühl her hat man fast das Gefühl, wirklich auch Kripp zu haben. So eine leichte, sanfte Tanninstruktur, vielleicht sogar erkennbar, wirklich sehr, sehr fein. Aber wieder mundfüllend, beziehungsweise ein bisschen cremiger. Und auch wieder schon noch Säure vorhanden, aber wieder ein Tickchen, ein bisschen weniger als jetzt vom zweiten. Also, so würde ich das jetzt mal beschreiben, zusammenfassen. Kannst mich jetzt gerne berichtigen. Ja. Ich würde mal sagen, falsch. Nein, Scherz. Nein, sowieso immer subjektiv. Überhaupt nicht falsch. Ich glaube, also von der Säurestruktur sind sie eigentlich relativ ähnlich. Also von den Säurewerten. Ich würde jetzt zum Beispiel den zweiten stärker mit der frischer wahrnehmen. Vertikaler, mehr Spannung. Beim dritten, genauso wie du, würde ich sagen, hat mehr ist ein bisschen, ja, einfach mehr Grip, komplexer, vielleicht auch mehr Power, mehr schichtig, sozusagen mehr einfach viele Schichten. Struktur, oder? Ja. Der erste, den finde ich gut, der hat auch eine gute Säure oder nimmt man auch gut wahr. Irgendwas passt mir aber beim ersten nicht. Irgendwas finde ich, also es ist ein guter Wein. Mhm. Aber irgendwie etwas einseitig vielleicht. Hat eine schöne Säure, ja, stimmt, gebe ich dir absolut recht. Aber irgendwie fehlt da was. Es fehlt da irgendwie das Vibrierende, finde ich, das Lebendige. Das ist das aber, was ich im Spannung. Nachhinein dann trotzdem schon noch beschrieben habe, gell? Wie meinst du? Wenn man den Wein dann runtergeschluckt hat oder ausgespuckt hat, dann kommt trotzdem noch dieses Vibrierende. Ja, aber ich finde es noch zu schwach. Okay. Ich finde es noch zu schwach. Aber der Ansatz ist schon da. Ja, der Ansatz ist da, ja. Hingegen beim zweiten finde ich das, finde ich vertikaler, finde ich
schon mehr dieses, ja, der Jo spricht oft von einem Bild, ist vielleicht einfach zu erklären, oder jetzt auch über den Podcast, von so einer Schnur, die unter Spannung steht. Mhm. Beim ersten hast du diese Schnur, die steht schon auch unter Spannung, aber in der Mitte hast du so einen leichten Bogen, also da fällt sie so leicht ein. Und das zweite hast du für mich viel stärker, die Schnur, die richtig, da zieht es an zwei Enden. Mhm. Viel mehr Spannung, finde ich. Ja. Also dieses Scharfe auch. Mhm. Nervig. Nervig, genau. Mhm. Und jetzt probier mal einen kleinen Schluck von Nummer 2 in Nummer 1 zu gehen. Jetzt sind die Gläser schon leer. Ja, dann hole ich noch. Oder ich gebe dir von mir ein bisschen was, wenn's. Also die mischen dann quasi, meinst du? Ja, okay. Genau. Krass. Also ich würde mal jetzt, mach du so, wie du willst. Mach du, was glaubst du, wenn du jetzt 1 und 2 zusammengeben würdest, was glaubst du, wie du die Frische erhöhst? Also die jetzt einfach wirklich zusammenschütten? Du kannst ja Proportionen, kannst ja du selber wählen. Achso, ich soll jetzt quasi das so zusammenschütten, dass ein harmonisches Bild entsteht. Im Sinne der Frische, der Lebendigkeit, der Vertikalität. Ja. Wie viel würdest du von Nummer 2 in 1 dazugeben? Ich würde andersrum gehen. Ich würde wirklich nur einen kleinen Spritzer vom ersten in den zweiten geben. Okay. Also die Grundbasis ist für die Basis. Grundwein sollte für dich 2 sein. Ja. Weil dir der am besten schmeckt. Vielleicht nicht unbedingt, weil er mir am besten schmeckt, aber ich finde, der kann einfach noch diese Frische vom ersten gut vertragen. Aber nicht zu viel. Also ich würde jetzt da mal hergehen und ja, wirklich so ein Bein. Also jetzt hast du, jetzt würde ich mal sagen, 30% ist jetzt vom ersten. Genau. Dann probiere ich das jetzt mal. Probier mal. Jetzt haben wir eine schöne alte Wespe da. Willst du das da auch mal so probieren? Ich würde es anders probieren. Jetzt probieren wir mit meinem anders. Und jetzt gebe ich so einen kleinen Schluck in Nummer 1. Also ich würde jetzt mal sagen, probieren wir mal so. Also du hast jetzt ungefähr 20% circa, ja, von 2 in 1 gegeben. Genau. Das ist schon was anderes in der Nase jetzt wieder. Was findest du, wie sich die Nummer 1 verändert? Wenn du dich jetzt zurückerinnerst, 1 war, hast du gesagt, eben schon rassige Säure. Ja, du hast es genau richtig gemacht. Ich habe es komplett falsch gemacht. Nein, überhaupt nicht. Also es gibt da keinen richtig oder falsch, gar nicht. Mir schmeckt jetzt subjektiv das, was du gemischt hast, besser. Okay. Ich finde, das hat jetzt dem ersten Wein das Rassige rausgenommen. Dieses, wo mir schon fast zu rassig war von der Säure. Okay. Genau. Hat den Wein jetzt wirklich harmonisiert, sage ich mal. Also es ist jetzt wirklich... Aber hat den auch die Spannung gelassen, oder? Oder sogar gegeben? Die Spannung ist noch da. Ja. Die Spannung ist noch da. Also hat die Schnur straffer gezogen. Noch straffer. Genau. Genau. Und das ist unser Ziel. Wir wollen eigentlich noch... Die Straffheit der Weine wollen wir eigentlich fast schon nervig bis zum Exzess treiben, nicht? Also diese Straffheit, die suchen wir einfach in unseren Weinen. Und deswegen war es eben so, die Nummer 2 in 1... Eins ist Grundwein, bis jetzt, heute noch. Mhm. Vielleicht wird es in 10 Jahren mal umgekehrt sein oder in 5 Jahren. Mhm. Oder vielleicht wird Nummer 3, Komponente Nummer 3, die wichtigste Komponente sein. Im Moment spielen wir eigentlich noch hauptsächlich mit 1 und geben dann 2 dazu. Und jetzt probieren wir mal 3 hinzuzugeben. Okay. Jetzt können wir wieder in meins machen oder machen wir in beide. Mach du mal in deins und dann probieren wir es auch wieder so 20% von Nummer 3. Da muss ich rein, gell? Okay. Also bei mir, bei meinem Mischverhältnis, das macht es jetzt nicht besser. Jetzt probiere ich deins. Jetzt hat man den Wein. Also die Schnur ist jetzt immer noch gespannt, hat aber trotzdem noch die Struktur vom dritten dazugekriegt. Und hat jetzt so ein bisschen mehr, also einfach mehr Schichten, ja, oder? Jetzt, ja. Ja, und vor allem, wenn das jetzt dann reift oder so, dann wird es wahrscheinlich richtig interessant. Ja. Und das Coole ist halt, wir reden von dem Grauburgunder. Eigentlich, wo jeder deutsche Riesling-Trinker mal sagen würde, Grauburgunder, das ist nichts wert. Ist für mich, obwohl er hat jetzt ein bisschen eine Renaissance zum Glück. Das ist für mich gerade auch sehr, sehr augenöffnend. Ich dachte immer so, Kövitieren, das ist so eine Ambestalle, ein bisschen was zusammen. Und das kann ja nicht so schwer sein. Ja, ist es zum Teil auch.
Und das war jetzt echt für mich nochmal wow. Und das ist jetzt Bohrer, nicht? Und da jetzt haben wir eben die drei wichtigsten Komponenten gehabt. Mhm. Und es geht wirklich für uns so, wie können wir diese Wahrnehmung der Frische erhöhen? Es geht nicht mal nur um die Säure, weil interessanterweise die Säure an und für sich ist oftmals, jetzt hier bei 2,18, da kann ich es jetzt nicht genau sagen, aber eigentlich meistens wäre ja eigentlich die Säure tiefer, wenn du den Most in Kontakt mit Stängel und Schale lässt. Mhm. Weil du sozusagen, ja, blöd ausgedrückt, den Most irgendwie verwässerst. Nicht? Da sind dann mehr Nährstoffe und so weiter und so fort. Alkohol geht runter, Säure geht runter und eben eigentlich von der Säurestruktur analytisch gesehen sinkt der Säurewert eigentlich nicht. Interessanterweise aber, durch diese Gerbstoffe von Stängel und Schale, wenn du die zum Teil einsetzt, dann erhöhst du die Wahrnehmung der Frische. Und genau deswegen ist es so interessant, mit diesen Komponenten auch für die Zukunft zu spielen, weil du mit diesen Stängel- und Schalenkontakt, mit diesen Komponenten, den Grauburgunder diese Wahrnehmung der Frische, der Vertikalität, der Spannung gibst. Obwohl es eben da draußen immer wärmer wird, versuchst du eben auf natürliche Art und Weise im Keller da entgegenzuwirken und spielst eben da mit dieser, das ist der Unterschied zwischen Wahrnehmung und Analyse, nicht? Mhm. Und deswegen auch so wichtig, man sollte sich auch im Keller oder auch draußen mit allem, glaube ich, nicht immer zu sehr auf irgendwelche Messgeräte verlassen, sondern man muss einfach mal probieren, weil es einfach hier schon noch einen Unterschied gibt zwischen Analyse und Wahrnehmung oftmals. Und genau bei diesem Beispiel ist es extremst der Fall, nicht? Das ist ja im Prinzip so wie an der Mosel, wo du sagst, du hast einen Wein mit einem extrem hohen Zuckergehalt, aber durch die Säure, die Weine mitbringen an der Mosel, wirken die Weine halt überhaupt nicht so süß. Klar, ja. Ja. Voll. So ist das immer dieses Zusammenspiel, oder? Und, ja. Ja. Und das ist für uns eben, wie gesagt, nicht eine Möglichkeit mit dem Klimawandel, ist die Höhe, eine andere Möglichkeit, andere Rebsorten suchen. Dann gibt es viele Möglichkeiten noch, nicht andere Klone, wieder zurückzugehen auf alte Klone und so weiter und so fort. Aber eben, wenn wir Grauburgunder hier auf 250 Höhenmeter auf Kalk denken, dann müssen wir uns einfach die Frage stellen, wie können wir hier agieren, dass eben auch Grauburgunder vielleicht noch in 5, 10, 20 Jahren eine interessante Rebsorte ist. Und hier geht es jetzt nicht darum, dass ich sage, okay, jetzt wir sind die neue Generation, wir möchten alles anders machen und jetzt Maische Standzeit oder denkst, ist cool und geil, sondern es geht jetzt eigentlich darum, wie können wir diese Stilistik der Frische, der Präzision, der Knackigkeit nochmal hervorheben, indem wir eben auf natürliche Art und Weise im Keller das Schöne, es ist ja wirklich auf komplett natürliche Art und Weise, ja. Wir müssen dann schon ab und zu auch aufsäuern. Das ist schon erlaubt und auch möglich. Das ist in Italien anders wie jetzt in Deutschland. In Deutschland darfst du ja einfach gesagt, du darfst konzentrieren. In Italien genau umgekehrt, du darfst aufsäuern. Aber es soll halt nicht Regel sein, nicht? Man kann schon mal, ist auch sicher nicht jetzt verwerflich unbedingt, aber es sollte eher eine Ausnahme und keine Regel sein. Mhm. Und waren das jetzt dann Fassproben, die wir gerade probiert haben? Das waren jetzt 2,18er Fassproben. Ja. Jetzt lasse ich dich dann den 2,18er probieren, wenn du ein Glas leerst. Aha. Also der Wein ist jetzt noch nicht am Markt. Das ist Bora 2018. Mhm. Und hier sind wir circa, wenn ich jetzt von den drei Hauptkomponenten erzählen kann, so bei die 60% erste Komponente, also klassisch ausgebaut, 20% kurzer Schalenkontakt, Komponente 2, und 20% von der dritten Komponente, also lange auf Stängel und Schale, 6 bis 8 Monate. Okay, dann zum Wohl. Zum Wohl. Und so jedes Jahr agieren wir eigentlich dann aufs Neue, nicht auf den Jahrgang, schauen schon davor, wie wir selektieren wollen, was wir auf der Schale und was wir auf Stängel lassen wollen, um einfach sozusagen jedes Jahr auch eine ähnliche Stilistik auszuarbeiten, nicht? Oder hervorzuheben. Das ist extrem interessant. Was bedeuten die Symbole auf dem Etikett? Die Symbole, das sind jetzt die Kreise, die eigentlich so ein bisschen diesen Einfluss oder die Wichtigkeit der kosmischen Kräfte, also Planetensysteme und auch in den Vordergrund oder halt zeigen. Das Interessante ist, die Symbole sind eigentlich alles die gleichen Symbole, nur anders zum Vorschein gebracht. Oder die Bahnen sind anders zum Vorschein gebracht. Zeig mal. Ah ja, eben. Ähnlich wie da. Ja. Kannst du das Kosmische vielleicht noch ein bisschen erläutern?
wie das zusammenhängt und wie sich das wirklich auf den Weinern auswirkt? Ja, ich glaube, da wissen wir alle noch viel zu wenig. Ich glaube, das Kosmische hat früher sicherlich noch mehr. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, früher haben es die Kulturen noch gewusst. Ja. Ich glaube, heute wissen wir weniger vielleicht darüber. Beziehungsweise wir messen anders, kann man auch sagen. Ganz evident, ich meine, eben wie schon davor gesagt, Sonne ist auch was Kosmisches, hat auch einen Einfluss. Mond hat auf die Gezeiten auch Einfluss. Ebbe und Flut. Pflanze besteht zum Teil aus Wasser. Klar. Wir auch, 95%. Ja, wir auch. Natürlich hat Mond auch mit seiner Anziehungskraft einen Einfluss auf die Pflanze, nicht? Jetzt ganz jetzt mal wirklich ein kleines Beispiel zu machen. Wir schneiden es ja schon, versuchen so gut wie möglich nach den Mondphasen zu schneiden, also Rebschnitt zu machen. Es gibt einfach die Tage, wo der Mond etwas eine stärkere Anziehungskraft hat und manche Tage, da hat er eine weniger starke Anziehungskraft. Und jetzt zum Beispiel, wir haben schwachwüchsige und etwas stärkerwüchsige Rebanlagen und man versucht eigentlich schon so ein bisschen die schwachwüchsigen Anlagen dann zu schneiden, wenn der Mond eigentlich weiter weg ist. Weil dadurch bleibt natürlich der Saft eher im unteren Teil der Pflanze und man hält eigentlich die Nährstoffe in der Pflanze drin. Und dadurch versucht man eigentlich nicht zu viel wegzuschneiden, nicht? Man muss ja jedes Jahr den Rebschnitt machen. Es gibt natürlich Minimalschnitt oder so, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber natürlich durch den Rebschnitt entfernst du immer an Nährstoffe, an Saft, nicht? Und bei den Schwachwüchsigen versuchst du wenigstens dann zu schneiden, wenn die Nährstoffe in der Pflanze bleiben, dann schneidest du wenig weg. Bei den zu starkwüchsigen Rebanlagen zum Beispiel ist es genau umgekehrt. Da versuchen wir genau dann Tage zu finden, wenn der Mond eben nahe ist oder halt stärkere Anziehungskraft hat und dadurch eben geht etwas von den Nährstoffen in den Triebspitzen, die du dann eigentlich beim Rebschnitt entfernst und dadurch kriegst du eigentlich wieder diese Balance rein. Nicht? Mhm. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel, wie das Kosmische eben auf den Alltag Einfluss hat. Nicht? Da kann man dann schon noch weitergehen, Maria-Thun-Kalender, Pflanzungen und so weiter und so fort, Ernte, viele Winzer füllen auch nur an gewissen guten Montagen. Da bin ich immer eher so einer, der sagt, ja, ist wichtig und ja, es gibt sicherlich bessere Tage und schlechtere Tage. Man muss dann aber schon auch Acht geben, wie weit man geht. Es gibt einfach viele Faktoren, die einen Einfluss auf die Qualität haben, nicht nur der Mond. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, morgen ist Erntezeit, sagen wir so, Beispiel, und da habe ich ein super, keine Ahnung, Chardonnay da draußen hängen und eigentlich möchte ich gerne morgen ernten oder lesen, aber gleichzeitig weiß ich vom Wetterbericht, dass es morgen aus Kübeln regnen wird, dann werde ich natürlich nicht morgen ernten, sondern muss halt 2 Tage warten. Also man muss da schon auch heutzutage, glaube ich, schon etwas einen Kompromiss finden. Man darf jetzt, glaube ich, nicht zu dogmatisch, zu extrem an die Sache ran. Genauso wie mit der Biodynamie. Rudolf Steiner hat jetzt nicht irgendwie eine neue Religion geschaffen. Also ich glaube auch da, man muss schon auch, man hat viel gesagt, viel sehr Hochspannendes gesagt, vieles, wo ich selber grübel. Aber auch das darf man jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Wo grübelst du? Ab bei vielen Sachen. Viele Sachen verstehe ich nicht. Steiner ist nicht leicht zu lesen. Und bei den ganzen Aspekten, die mir schon auch, zum Teil gehen sie mir schon auch zu einfach, ich bin nicht in der Lebensphase, wo ich jetzt so viel von Esoterik verstehe, muss ich auch zugeben. Und da komme ich schon an meine Grenzen, auch mit Steiner. Wo sind da die Grenzen? Wo fängt es an, Esoterik zu werden und wo ist es Wissenschaft? Ja, Wissenschaft ist jetzt ein schwieriger Begriff. Muss für mich jetzt nicht Wissenschaft sein, es funktioniert. Wissenschaftler würden genau das Gegenteil behaupten, es ist eben nicht Wissenschaft, deswegen ist es nicht nachzuweisen und deswegen funktioniert es nicht. Würde ich jetzt sagen, ich sehe es ja, also ich muss es jetzt nicht, ich beobachte es, vielleicht mit anderen Richtwerten, mit anderen Beobachtungen, mit anderen Messwerten, aber ich sehe das, dass irgendeine Wirkung da ist. Vor allem was die Präparate anbelangt, also es gibt ja in der Biodynamik gewisse Präparate, da sieht man schon was, da kann man schon was beobachten.
das hat für viele vielleicht einen esoterischen Charakter, auch wenn man jetzt die Präparate um 5 Uhr in der Früh rühren geht, bei einem richtigen Mond. Das hängt, glaube ich, auch von dem Betrachter ab. Für viele würden da vorher schon, glaube ich, Schluss machen, gleich mal am Anfang Schluss machen und sagen, das ist mir jetzt alles zu esoterisch, das kann ich nicht messen. Wissenschaftlich für mich, ich würde sagen, du, ich habe eine gewisse Erfahrung, ich habe eine gewisse Beobachtung. Unsere Mitarbeiter haben eine gewisse Beobachtung gemacht. Das funktioniert schon gut. Mhm. Aber es gibt schon viele Schriften auch von Steiner. Oder beziehungsweise auch, was mit Steiner gemacht wurde, wo ich sage, da gehe ich jetzt lieber einen Schritt zurück. Zum Beispiel? Ja, ich glaube einfach die Guru-Welle, die da auch zum Teil auch in Deutschland losgetreten wurde über Steiner. Nicht Steiner da oben, Steiner da eben, nein, das hat Steiner gesagt und so war es. Man muss da schon vorsichtig sein. Steiner hat viele Vorträge gehalten, nicht unbedingt geschrieben. Nicht? Also und eine Mitschrift an einem Vortrag ist auch immer Interpretationssache. Da muss man schon vorsichtig sein, glaube ich, dass man da nicht sagt, nein, Steiner hat genau das gesagt und nichts anderes. Man darf auch nicht vergessen, Steiner hat einfach vor 100 Jahren gelebt. Und die Welt hat sich auch etwas verändert. Etwas ist nicht? Gut, ja. 100 Jahre, da ist so viel passiert. Eben, ja. Und ich glaube auch, zum Beispiel Steiner hat immer von diesem geschlossenen Hof gesprochen, nicht? Und das wäre sein Ideal für die Landwirtschaft. Landwirtschaft muss ein geschlossener Kreislauf sein, ja. Nur lass uns mal versuchen, da einen geschlossenen Kreislauf in der... Mit dem einen Hektar, oder? War das ja, Hof und einen Hektar oder so und jeder Selbsterzeuger? Ist das muss das? Nicht sein, aber die Landwirtschaft als Selbsterzeuger, nicht? Genau. Ja. Ob es jetzt ein Hektar war oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es auch nicht mehr so leicht, hier in Südtirol zum Beispiel dieser Selbsterzeuger, Hof als Selbsterzeuger zu definieren, nicht? Und so es zu sein. Weil eben, wie gesagt, wir haben da draußen, kostet ein Hektar bis zu 1 Million Euro. Jetzt reißt du mal die Reben raus und bring du da Kühe rein. Dann bist du übermorgen aber nicht mehr da. Nicht? Deswegen, ich glaube, da muss man eben schon auch die Biodynamie in unserem Kontext und in unserem Umfeld schon vielleicht auch neu interpretieren. Zumindest mal neu interpretieren zu lernen, nicht? Weil es geht halt nicht mehr so einfach wie früher, in gewisser Art und Weise diesen Hof aufzubauen. Und deswegen gefällt mir auch diese Zusammenarbeit mit dem Alexander so gut, mit der Käserei Engelhorn, weil wir dadurch vielleicht nicht den Hof an sich schaffen, aber wir schaffen den Hoforganismus. Und so versuchen wir halt auch in etwa einen Schritt an dieses Ideal, von dem Rudolf Steiner gesprochen hat, einen Schritt in diese Richtung zu machen. Aber ich würde mal sagen, ich sehe schon die Biodynamie und auch die Lehre von Steiner in vielen Punkten als Ideal an. Und Ideal ist einfach oftmals was, dem du näher kommen kannst, aber vielleicht erreichst du es nie, nicht? Das kann schon auch sein. Okay, also auch so eine Art Vorbildfunktion dann quasi. Ja, vielleicht und vielleicht jetzt in meinem persönlichen, für mich jetzt persönlich, ich sehe die Biodynamie schon noch als was Praktisches auch. Das gefällt mir auch daran. Mhm. Ich muss nicht immer alles theoretisch sehen, sondern es genau das Praktische, das Ausprobieren, das Beobachten, das Neudenken, das macht Spaß. Und was einfach das Schönste an der Biodynamie ist, Biodynamie ist nicht wie ein Zauberstab, so plötzlich wird alles toll und plötzlich schmecken die Früchte wieder und plötzlich hast du wieder einen Humusgehalt im Boden von was weiß ich, wie viel Prozent. Nein, aber das Spannende ist an der Biodynamie, du lernst schon einfach den Horizont oftmals zu weitern und du gehst halt nicht auf den Traktor und spritzt Herbizide aus, sondern du musst dir halt überlegen, was machst du stattdessen. Und du bringst auch keine Ahnung, mineralischen Stickstoff dazu, sondern musst dir halt überlegen, wie kannst du über Einsaat, über Leguminosen, über Knöllchenbakterien, das ist ja im Biologischen genauso wichtig, wieder diesen Stickstoff reinbringen, nicht? Und über dieses Nachdenken schaffst du auch schon mal eine ganz andere Qualität. Mhm. Ein anderes Bewusstsein, eine andere Qualität. Geht mit den Gedanken los, oder? Ich glaube schon, ja. Und das hat dann sicherlich am Ende auch einen Einfluss auf den Wein, auf die Qualität. Clemens, jetzt stell dir mal vor, der Rudolf Steiner geht jetzt gleich hier um die Ecke, kommt kurz aus dem Jenseits vorbei, setzt sich zu uns an den Tisch. Und du hast die Möglichkeit, ihm eine Frage zu stellen. Welche wäre es? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist schwer zu beantworten. Ah,
ausführliche Fragen. Ich glaube, ich könnte nicht mal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich Ihnen eine Frage stellen würde. Es wäre mir vielleicht scheißegal. Nein, weil ich eben. Das wäre mir schon zu viel. So, dieses Meisterhafte. Meister, was hast du damals gesagt? Gib mir doch die Antwort. Ja. Ich denke einfach nicht. Wenn ich an Steiner denke, denke ich nicht an sowas, an dieses Meisterprinzip. Deswegen wäre es mir eigentlich auch, habe ich nicht mal dieses Verlangen, ihm eine Frage zu stellen. Oder vielleicht irgendwas, wo du sagst, das hast du jetzt noch nicht verstanden, vielleicht hast du das nochmal erklärt oder so? Ja, da brauche ich mehr wie eine Frage. Da habe ich viel nicht verstanden, meine ganze Präparate, die Wirkung, das Kosmische, die Gedanken über die Planeten und so weiter und so fort. Da bin ich noch fern von Verständnis. Da wüsste ich nicht mal, wo anfangen. Bist du narrisch. Ist da dein Vater schon ein bisschen weiter? Weiß der dann noch ein bisschen mehr? Vielleicht, oder? Ja. Könnte sein. Der Georg weiß natürlich sehr, sehr viel. Mhm. Georg Meissner. Den kann ich oft genug fragen. Also, und auf die Nerven gehen. Der weiß viel. Da gibt es schon viele Leute, die viel wissen, mehr wissen. Klar. Ja. Also brauchen wir nicht warten, bis der Rudolf Steiner aus dem Jenseits kommt. Ja, natürlich wäre es spannend, aber sagen wir so, das wäre jetzt nicht der erste Wunsch, den ich hätte in meinem Leben. Ne? Okay. Ja, ich glaube, du hast noch eins zum Probieren, oder? Ja. Also wir probieren jetzt als Nächsten, würde ich sagen, probieren wir eine Piwi-Sorte. Ja. Mit der wir jetzt auch eigentlich relativ wenig Erfahrung haben. Das ist Souvenir Gris. Habe ich noch nicht erzählt. Wir haben ca. 55 Hektar eigene Weinberge. Plus, aber wir arbeiten ja sehr stark mit Winzerpartnern zusammen. 80 Winzerpartner in ganz Südtirol. Und genau das Schöne an dieser Partnerschaft ist eigentlich, dass wir durch diese Zusammenarbeit mit dieser wundervollen Diversität Südtirol spielen können. Ich glaube, Südtirol hat schon eine Einzigartigkeit. Das ist einfach unsere Diversität. Mhm. Kulturell, klarerweise, Südtirol war vor 100 Jahren Teil Österreichs. Dadurch kommt ja dieses Zusammenspiel der italienischen und österreichischen, deutschen Kultur. Einmal das. Das hat sicherlich auch Einfluss auf den Weinbau. Thema Bergel und Drahtrahmen, nicht Bergel. Das ist was ganz kulturell Verankertes hier in Südtirol. Dann mikroklimatisch ist Südtirol sehr spannend. Wie gesagt, hier in Unterland haben wir ein ganz anderes Klima wie in Eisacktal, aber komplett anders. Hier viel mehr mediterran, Eisacktal viel stärker alpin. Geologisch, hier Dolomitkalk. Bozen findet man gar nichts von Dolomitkalk, ist viel mehr Quarzporphyr oder auch Eisacktal, ist viel mehr Quarzphyllit, viel mehr Schiefer. Also auch geologisch gesehen. Dann können wir mit der Höhenlage spielen, das ist einzigartig. Wir sitzen gerade auf 250 Höhenmeter circa. Die Weinberge in Südtirol gehen mittlerweile bis 1300 Höhenmeter. Also das ist eine Differenz von 1000 Höhenmeter, mit der wir spielen können. Das ist schon auch lustig und spannend. Und eben durch diese Zusammenarbeit mit diesen Winzerpartnern haben wir die Möglichkeit, eben nach Meran, ins Eisacktal, bei Brixen, im Unterland, einfach mit dieser ganzen Vielfalt zu spielen. Und deswegen haben wir auch mehr wie 25 Rebsorten, die wir jedes Jahr ernten. Nicht alle dieser Winzerpartner arbeiten biologisch oder biologisch dynamisch. Wir haben es geschafft, die letzten 5 Jahre über 50% der Flächen unserer Winzerpartner umzustellen, beziehungsweise unsere Winzerpartner zu motivieren, umzustellen. Das ist für uns ganz wichtig. Es soll kein Zwang sein. Es ist ein Ziel, es ist ein Ideal, in den nächsten Jahren alle weiteren auch so weit zu haben, aber vielleicht schaffen wir es, vielleicht verfehlen wir. Aber auf jeden Fall, die Richtung soll die sein. Auf jeden Fall haben wir jetzt eben mit unseren 55 Hektar und ca. 50 Hektar der Winzerpartner über 100 Hektar, die biologisch und biologisch dynamisch bewirtschaftet werden, nicht. Und dann gibt es natürlich einige Winzerpartner, die eben auch dieses Interesse an Piwis haben, nicht. Viele Winzer in Südtirol sind kleinstrukturiert. Das ist schon eine Eigenart und auch eine schöne Eigenart in Südtirol. Der Winzer hat meistens so zwischen 1 und 3 Hektar. Und oftmals hat der Winzer, der Bauer, auch einen Nebenjob. Nicht? Oftmals ist das Winzersein überhaupt Nebensache. Nicht?
Und deswegen, es kommt auch hier in Südtirol, dieses Interesse für Biwis wird immer lauter. Pilzwiderstandsfähige Sorten, wie zum Beispiel Solaris, Souvenir Gris, Bronner und so weiter und so fort. Ich kenne sie auch zu wenig. Und wir selber haben in unseren Weinbergen eigentlich keine Biwis, aber einer unserer Winzerpartner hat Biwi. Und wir waren als Weingut sehr kritisch, bin immer noch kritisch, aber es gibt da eine Rebsorte, die finde ich recht spannend, und das ist Souvenir Gris. Und der Bauer, der Winzerpartner, hat eben etwas Souvenir Gris und heuer dieses Jahr zum ersten Mal geliefert. Und wir haben dann gleich gesagt, okay, wir müssen probieren. Wir müssen sie kennenlernen, die Rebsorte. Und wir haben zwei verschiedene Souvenir Gris gemacht. Einmal Su und einmal Suma. Das sind zwei Kometen. Wir haben eine Linie, die nennt sich Kometen. Das sind bei uns eigentlich Experimente. Ein Komet ist eigentlich auch von der Geschichte her immer etwas, was so am Himmel steht, was dir so die Richtung, was dir die Zukunft zeigt, nicht auch von den Kometen, der eigentlich so die Richtung vorgab, den drei heiligen Königen, wo Jesus eigentlich geboren wird, nicht? Und von dieser Idee her eigentlich sind für uns Kometen Experimente im Keller oder im Weinberg, wenn es jetzt um Thema Klimawandel geht, um Phenolik geht, um neue Rebsorten geht und so weiter und so fort. Und jedes Jahr wählen wir zwischen 5 bis 10 Kometen aus. Die wechseln auch jedes Jahr, also Kometen kommen und gehen. Die sieht man vielleicht mal wieder, vielleicht sieht man sie nie wieder. Vielleicht sind ab und zu Experimente so schlecht, dass man sie gar nicht sieht. Also manche Kometen sieht man auch nicht. Und jedes Jahr wählen wir so limitiert 250, 300, 400, 500 Flaschen aus von gewissen Experimenten, die wir einfach mit unseren Kunden austauschen wollen, nicht? Und dieses Jahr jetzt Mitte, Ende Juni, Juli kamen weitere Kometen auf den Markt, also die Serie von diesem Jahr. Und darunter sind eben zwei Weine, zwei Souvenir Gris, einmal Su und Suma. Su ist Souvenir Gris klassisch ausgebaut, Suma ist Souvenir Gris auf der Maische, deswegen Ma. Mhm. Und jetzt probieren wir den Suma. Weißt du, wie die Rebsorte gekreuzt wurde? Beziehungsweise geklont wurde? Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, da ist Cabernet und Bronner. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Da siehst du, dass ich selbst mit den Biwis noch relativ kann man ja googeln. Wenig Erfahrung habe. Genau, nee. Kann man dazu hören, dann googeln. Jetzt gebe ich dir einfach da in dieses Glas. Ja. Jetzt habe ich falsch gehalten. Jetzt habe ich nicht geschaut. Das war cool. Das ist das Corvina-System, oder wie heißt es? Corvina, ja. Genau. Ja. Dadurch ist ganz gut, vor allem solche Weine, ich schaffe es einfach dadurch. Kometen sind rar, wie gesagt, das sind mal vielleicht ein Barrique oder zwei Barriques. Und die schenke ich mir eigentlich nur mit Corvina aus. Erlaubt es einfach über eine längere Zeit, diese Weine dann auch offen zu halten. Das müssen wir hier rausschneiden, das ist wieder Werbung. Ah ja, genau. Also, zum Wohl. Zum Wohl. Du siehst jetzt, ich lasse dich beschreiben. Ja. Primärfrucht. Wie gesagt, geht wieder in den Apfel rein. Säurewert ist jetzt nicht so hoch. Ich würde sagen, das ist vielleicht eine Mittel-Minus-Säure. Ist nicht wirklich hoch. Was aber nicht heißt, dass die Spannung nicht da ist. Die ist schon da. Ich hätte jetzt hier gesagt zum Beispiel, dass da die Säure höher ist wie jetzt beim ersten Glas Bohrer. Und du empfindest die Säure hier tiefer. Also kein richtig und falsch, gell? Das ist einfach subjektiv. Weil einfach der Speichelfluss bei mir nicht so krass ausgelöst wird jetzt. Okay, für mich ist jetzt zum Beispiel hier die Säure, wirkt für mich, nehme ich höher war. Wobei, ja, jetzt kommt die Säure eigentlich schon. Die kommt dann hinten rein. Nachhinein kommt die erst. Es dauert ein bisschen, bis der Wasserfluss kommt. Sicherlich auch durch die Phenolik, kommt da die Säure nochmal rein. Aber das dauert ein bisschen länger, bis dann die Säure kommt, also bis der Speichelfluss dann angeregt wird, aber dafür dann drückend und kräftig eigentlich. Ja, irgendwie. Interessant.
Also für mich ist die Rebsorte eigentlich deswegen auch interessant, weil sie eigentlich schon von der Säure gefällt sie mir gut. Hm. Hm. Also die Säure würde ich jetzt persönlich, aber das ist das Interessante, jeder nimmt Säure anders wahr. Ich meine, ja, richtig. Du bist noch verwöhnt. Wahrscheinlich, ihr habt einfach mehr Säure in Deutschland. Ich trinke fast bloß Riesling. Eben, ihr habt einfach mehr Säure, nicht? Ja. Für uns ist das schon gut, Säure. Mhm. Da. Ist bei uns schon spannend. Ich komme gerade frisch von der Mosel. Na gut. Und habe eine Woche lang nichts anderes wie Rieslinge getrunken und da bist du dann doch einiges gewohnt. Ja, genau. Da muss ich mich wieder runterkalibrieren. Ich meine, die Farbe ist klar, dieses leicht orangige, nicht? Mhm. Kommt einfach von der Farbe. Welche Primärfruchtaromen kriegst du rein? Ah, ich bin da ganz schlecht. Mhm. Ich verkoste nicht nach. Du gehst mehr sowas. Nach Struktur, ja, einfach Haptik. Was ich wahrnehme als Mundgefühl. Ja. Mhm. Schon auch schon eine Nase, aber ich suche jetzt nicht die Primärfrucht. Die ist für mich jetzt mir persönlich zu unwichtig, sagen wir okay. So. Also. Ich rieche schon, aber ich schmecke nicht nur, aber. Also ich habe jetzt da so einen gelben Apfel, habe ich da im Sinn. Also schon ein bisschen reiferen Apfel auf jeden Fall. Nicht jetzt so einen knackigen, grünen Apfel, wie du oft im Riesling hast, ja. Sondern eher dann schon gelben, vielleicht auch etwas mehligen Apfel. Schmeckt dir der Wein? Schmeckt dir der Sauvignon? Würdest du jetzt sagen, ja, das ist eine Rebsorte, die hat Berechtigung? Oder würdest du sagen, na, sowas braucht die Welt nicht? Das würde ich auf keinen Fall sagen, dass das die Welt nicht braucht. Mir würde jetzt vielleicht so ein bisschen die Komplexität fehlen. Ja. Das ist jetzt für mich kein hochgeistiger Wein, wo ich sage, da setze ich mich hin vom Kamin und philosophiere eine Stunde lang über den Wein, sondern es geht dann schon eher in die Richtung so easy drinking. Ja. Eigentlich. Ja. Hat mit Sicherheit seine Daseinsberechtigung, gibt mit Sicherheit Menschen, denen das schmeckt. Mhm. Gut. Wie siehst du das? Ich würde sagen, die Bivisorte hat für mich im Moment von meiner Erfahrung die größte Daseinsberechtigung. Ich muss dazu sagen, das ist die erste Bivisorte, die ich habe. Du probierst, okay. Genau. Also ist jetzt ich kenne selber nicht so viele. Ich kenne Bronner, Bill Solaris, Bill das. Aber die bis jetzt hat mir, finde ich, auch im Keller, für den Keller interessant, mit der zu arbeiten. Mhm. Ja. Genau. Ja. Von den Resultaten würde ich sagen, okay, da kann ich mir mal vorstellen, in die Richtung vielleicht irgendwann zu gehen. Mhm. Ich suche jetzt sicher nicht die nächste, also ich rode jetzt sicher keine Fläche und setze jetzt sofort eine Bivisorte. Ja, aber ist gut, dass man sich mal damit beschäftigt. Auch. Das auf jeden Fall. Dass man trotzdem bewusst bleibt und da in die Richtung glaube ich auch, ja. Schaut. Ja. Ja. Jetzt kommen wir mal eigentlich zu was traditionellere. Mhm. Ich würde jetzt abschließen mit dem Löwengang Chardonnay bei der Verkostung. Gerne. Was Rotes machen wir dann beim Mittagessen. Ja, sehr gerne. Genau, abschließen würde ich mit dem Löwen, also die Verkostung abschließen würde ich mit dem Löwengang Chardonnay. Mhm. Ist für uns sicherlich einer der wichtigsten Weine, was die Geschichte vor allem anbelangt. War damals eigentlich auch so ein Experiment. Eigentlich auch war es damals in den 80er Jahren eher ein Skandal, weil man eben Chardonnay in Südtirol nie ins kleine Eichenfass gelegt hat, sondern immer nur ins große Holzfass. War dann so der erste Südtiroler Weißwein oder überhaupt Südtiroler Wein, der außerhalb der Region eine gewisse Bekanntheit erreicht hat. Damals durch, ja, vor allem im Münchner Raum. Dann kam eigentlich, also erstens, ja, in Südtirol wurde eben negativ getrachtet, Löwengang Chardonnay, der erste Jahrgang war 84, kam dann 87 raus. Und dann durchs Dantris, durch unseren Partner Steines, kam der dann irgendwie, ja, hat er Gefallen gefunden, durch einen Heinz Winkler, Dantris vor allem. Und genau, jetzt probieren wir den 2016er Jahrgang. Hat sich eigentlich nicht groß verändert an der Stilistik, würde ich mal sagen, aber dennoch etwas verschärft in den letzten Jahren. Bis vor 2-3 Jahren wurde immer so ein Drittel Neuholz verwendet. Mittlerweile haben wir da schon sehr stark zurückgearbeitet. Zum Teil auch großes Holz mittlerweile. Zum Teil, wenn neues Holz, eigentlich unter 10%. Und würde mal sagen, genau, es ist immer Chardonnay, schon Holzfass, aber eben schon nochmal die Schärfe, diese Vertikalität etwas unterstrichen, würde ich sagen.
Also jetzt probieren wir den Löwengang Chardonnay. Mhm. Ja, eigentlich schon alles gesagt. Dann zum Wohl. Probieren. Ja, vielleicht kurz noch zum Namen. Also Löwengang kommt von dem einen Ansitz hier. Ansitz ist auf Südtirolerisch oder im Dialekt der Herrensitz, den mein Großvater damals 1934 gekauft hat. Damals natürlich muss man sich noch vorstellen, war eben wie Südtirol ein Rotwein, eine Rotweinregion, hauptsächlich mit Vernatschutlagereien. Aber hier in Magreit hat er damals schon Chardonnay und ja, hauptsächlich Chardonnay und Cabernet Franc gefunden, also internationale Rebsorten. Und die haben dann eigentlich, oder die zwei Rebsorten haben ihn dann angetrieben, diesen Ansitz zu kaufen 1934. Und dadurch hat sich dann langsam das Weingut von Bozen, den Hauptsitz hatten wir bis 1995 noch in Bozen, aber so langsam, die letzten 100 Jahre, haben wir uns immer stärker hierher runter zurückgezogen, bis dann 1995 mein Vater in Bozen alles verkauft hat und sich eigentlich die neue Kellerei auch hier in Magreit gebaut hat. Mhm. Ja, ich durfte den Wein jetzt gerade schon mal probieren, wenn du gesprochen hast. Ich finde, der hat so ein nussiges Aroma, auch ein bisschen butterig. Finde ich sehr schön, da ich auch keine Butter mehr esse, weil ich Veganer bin. Aber wenn ich das dann im Wein schmeckt, bin ich schon froh und dankbar. Hat einen schönen Schmelz am Gaumen und trotzdem auch eine wahrnehmbare Säure. Also ein schönes Rückgrat, das dem Wein einfach nochmal die Struktur und die Stabilität gibt, die er braucht. Ja, das ist extrem wichtig, nicht? Das Holz darf da sein, kann schon auch präsent sein, soll aber nicht dominant sein. Nicht? Ja. Ich bin jetzt kein Holzgegner, also finde ich auch schön. Also Burgunderwein hat was Magisches oft. Aber eben es geht um, wie das Holz integriert ist und eben, dass das Rückgrat dennoch die Säure sein muss. Genau. Voll, ja. Ja, ich würde sagen, nach zwei Teilen, insgesamt jetzt dann fast 2 Stunden, sind wir am Ende unseres Gesprächs. Mich hat es wahnsinnig gefreut, dass ich bei dir sein durfte. War ein sehr, sehr interessantes Gespräch, hat mir auch nochmal die Augen geöffnet und gerade die Piwi-Verkostung und das Küvitieren war für mich auch nochmal eine komplett neue Erfahrung. Mhm. Vielen Dank dafür. Ja, danke dir. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Hast du noch abschließende Worte an die Zuhörer? Ja, mir hat es riesen Spaß gemacht, mit dir da mit den Mikros im Dschungel zu sitzen. und auch eben mit dir da ein bisschen zu verstehen, wie du die Komponenten siehst. Deswegen danke dir. Danke, dass du da warst. Und jetzt können wir was essen. Jawohl. Und vielleicht noch was weiter probieren. Super. Danke. Vielen Dank. Ja, tschüss, liebe Zuhörer. Ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein-verstehen.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.